Aula steht für Ausdiskutieren und Live-Abstimmen. Aula ist ein Projekt, das Schülern ermöglichen soll, ihre eigene Schule und ihr Umfeld zu gestalten, und zwar demokratisch und mit eigenen Ideen. Es besteht aus einer Software und aus einem didaktischen Begleitmanual, das es erlaubt, dass alle Schüler einer Schule jederzeit Ideen entwickeln können, sie ausdiskutieren, verbessern können und dann über sie abstimmen können. Am Anfang wollen wir gerne auf Schülervertretungen gehen und den Schülern das Projekt vorstellen. Wenn sie Interesse haben, das an ihrer Schule vorzustellen, dann setzen wir uns auch gerne mit den Lehrern und mit den Direktoren zusammen und schulen die und erklären denen, wie alles geht. Und dann wird ein Vertrag aufgesetzt zwischen den Schülern und der Schulleitung und den Lehrern und den Eltern, der festschreibt, was die Schüler bestimmen dürfen und was sie nicht bestimmen dürfen, und auch, dass die Schulkonferenz diese Entscheidungen, die die Schüler dann treffen, auch umsetzen wird. Und dann, wenn das neue Schuljahr beginnt, werden an allen Klassen Unterrichtseinheiten durchgeführt, wo den Schülern erklärt wird, wie sie die Software benutzen, was eigentlich Mitbestimmung ist, warum eigentlich und was Entscheidungen und Verantwortung bedeuten und so weiter. Und Schüler können ihre eigenen Ideen einstellen. Das Projekt wird jetzt erstmal über ein Jahr pilotiert. Das heißt, ein Jahr lang gucken wir uns die Ideen von Schülern an. Wie möchten sie ihre eigene Schule verändern? Was möchten sie tun? Wie funktioniert die Abstimmung? Wie funktioniert die Umsetzung? Und wie zufrieden sind alle mit dem Prozess? Dann passen wir die Software und die didaktische Begleitung an. Und dann können Schulen das alleine und kostenlos für sich durchführen. Das Wichtige an digitaler Schülerbeteiligung ist nicht, dass sie digital ist, sondern dass Beteiligung stattfindet. Wir haben dadurch, dass das System Schule so durchreguliert ist und so stark oft von oben vorgegeben ist, wenig Gestaltungsräume, um uns zu verstehen als aktiver Gestalter einer Umgebung und nicht nur als ihr Konsument. Und das wirkt sich natürlich auch später aus, wenn dann von mir gefordert wird, dass ich wählen gehen soll oder dass ich mich politisch engagieren soll. Das heißt, das Hauptziel des Projekts ist, einen didaktischen Rahmen zu geben, in dem Kinder ab einem Alter von 11, 12 Jahren schon lernen, Verantwortung zu übernehmen, Entscheidungen zu treffen, Kompromisse zu schließen und eben auch zu sehen, dass bestimmte Wünsche Kosten haben. Und die Software ermöglicht es uns dabei, alle Kinder mit ins Boot zu nehmen und allen Kindern die Möglichkeit zu geben, sich so weit einzubringen, wie sie selbst es wollen. Die Software protokolliert das, sie strukturiert es und sie hält eben Ergebnisse fest. Aber die Hauptbeteiligung und die Hauptarbeit wird im realen Raum Schule passieren mit Plakaten und Diskussionen. Das Projekt ist ein Projekt unter meiner Leitung bei Politik Digital e.V. und das ist mit freundlicher Unterstützung von der Bundeszentrale für politische Bildung, und Liquid Democracy e.V. hilft uns bei der Software. Im Jahr 2016, 2017 möchte ich gerne das Projekt Aula an ungefähr 4 Schulen testen. Und das können 4 beliebige Schulen im ganzen Bundesgebiet sein. Die Voraussetzung ist, dass wir ein paar Unterrichtsstunden kriegen, dass genug Computer für mindestens eine Schulklasse gleichzeitig immer zur Verfügung stehen und dass natürlich die Schulleitung und die Schulkonferenz auch gewillt sind, ein bisschen von ihrer Planungssicherheit abzugeben und in die Hände der Kinder zu geben. Für die Schulen, die teilnehmen, kostet das Projekt überhaupt nichts. Die Software ist offen und auch das didaktische Begleitmanual ist offen. Es ist eine offene Bildungsressource, kann kostenlos verwendet werden. Und wenn Kinder zufällig irgendwelche Projekte machen, die etwas kosten könnten, liegt es in der Verantwortung der Kinder, auch für die Finanzierung zu sorgen. Das ist Teil des didaktischen Konzepts.
Wenn ihr schon zu den Schulen gehören wollt, die das Projekt testen wollen in 2016 und 2017, schreibt uns einfach an diese E-Mail-Adresse. Wir freuen uns besonders, wenn uns Schüler schreiben mit Interesse. Und auch sonst, wenn ihr irgendwelche Infos zu dem Projekt haben wollt, könnt ihr uns unter diese E-Mail-Adresse erreichen.